Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu hier. Und nochmal alles von vorne. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei The Witcher 3. Mit diesen lustigen, verrückten Leuten, die hier alle beten und keine Ahnung wen anbeten. Und den verrückten Weideler. In der letzten Folge haben wir uns einen neuen Haarschnitt verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt dieses komische Ritual. Ich weiß nämlich, dass es auf schwer, beziehungsweise auf mittel, auf normal, nee, normal, normal war es, auch ziemlich, soll es ziemlich in sich haben. Mein Freund hat nur zu mir gesagt, er hat da, glaube ich, 6 Anläufe oder so braucht. Ich hoffe mal, dass wir das auf leicht ziemlich schnell durch haben, weil ich bin da eine sehr ungeduldige Person und wenn ich beim ersten Mal das nicht schaffe, dann bin ich da immer ziemlich wütend. Ich komme bald wieder. Wieso? Mach mal Pause. Mach mal Pause. Ja, okay, dann meditieren wir doch. Und zwar Meditation, halt Meditation war hier. Wir sollen meditieren bis nachts um. Das wäre um 12. Dann meditieren wir auch so lang. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Die sitzen halt immer nur hier und meditieren. Ja, dann ist das ja okay. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Okay. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Oh Gott. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Irgendwas ist schon in der Nähe, sonst hätte er jetzt sehr schwer gezogen. Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeichen. Sanft. Euch rufen wir! Hört! Ein Geräusch! Wer hätt's gedacht? Wir sind leicht blutig. Hört ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich. Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Soll ich ihn fortjagen? Wer bist du? Der sah gerade so komisch. Da ist jetzt die Frage, ob der... Wer bist du? Er weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Oh, nicht die. Welche Abscheulichkeit. Sofort aufhören. Die verlorenen Seelen. Wir müssen ihnen helfen. Ruhe. Ich dulde keine Nekromantie. Hilf uns. Aber natürlich. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr Tja. Wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Gute Leute! Verlasst die
diesen Abt nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns! Blut hat den heiligen Boden befleckt. Der Weidler kämpft auch. Wir können es nicht abbrechen. Was denkst du? Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Na toll! Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Super, toll, wir werden noch mehr abschlachten müssen. Ich freue mich nicht. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn, jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln, welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen! Och nö! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Au! Aua! Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Die Erscheinung nannte dich Vatermörder. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Dann nicht? Ja, wir wollen ja niemanden zu seinem Glück zwingen, ne? Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Na, nicht schon wieder. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Wir haben es mit dem Sumpf, hm? So ein kleines bisschen. Okay, mein Schwert ist kaputt. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne die Leiche des Vaters, des Weidelers im Sumpf. Und wir machen uns jetzt erstmal darauf alles zu guten. Das finde ich ja sehr schön. Oh. Loot. Es klart auf. Ja, natürlich klart's auf, weil jetzt ist ja das Ding vorbei. Wieso hat die Erscheinung Hexenschwerter gehabt? Da ist auch noch was. Und da oben muss noch irgendwo noch sein. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles gelootet. Wir gehen mal schnell ins Inventar. Ich möchte nämlich mal gucken, was wir haben. Das Silberschwert wäre zum Reparieren. Wir haben bekommen... verdammt. Hexenjägerschwert. Hexenjägerschwert plus 13 plus 19. Das ist, glaube ich, Stahlwaffe, gell? Ja, eine Stahlwaffe. So, wir haben hier das Gwennell-Silberschwert. Das ist schlechter. Und hier haben wir unseres. Verflucht gegen Verfluchte. Verfluchtenöl ist noch drauf. Oh, wie kriegt man das runter? Wer es weiß, bitte in die Kommentare. Reparatur von Waffen, das sind die Gesellen. Ich glaube, da müsste dann eins reichen. Jo. Genau. Das ist jetzt auf 87, das ist auf 77. Dann immer noch so Anfänger-Reparatur-Set. Sollte funktionieren. Wir haben jetzt hier... Dann was haben wir hier denn noch alles gefunden? Lauter Scheiß.
Nichts, was wir brauchen können. Wo kriegen wir die scheiß Wasseressenz her? Kann man die vielleicht selber brauen oder so? Würde mich mal interessieren. Kann man bestimmt mit dem Alchemietisch selber brauen. Mhm. Oh, Bier. Hätte ich jetzt auch gern eins. Vor allem so kühles Blondes oder so. Drachentraum. Das sind die Bomben, genau, die Öle. Das wird ja alles wieder aufgefüllt, währenddessen wir schlafen, wollte ich schon sagen. Finde mit Hilfe der Hexe sind ja die Leiche. Das machen wir. Meditation. Wir könnten jetzt meditieren bis in der Früh. Ich habe jetzt hier aber die Angst, dass da irgendwelche Viecher kommen, währenddessen wir hier meditieren. Können wir denn jetzt noch... Oh Gott, dass das die Anna ist. Das hätte ich never ever gedacht. Haben wir noch irgendwas, wo wir Zutaten haben, wo wir machen können? So, Mutagen? Nee, fehlt nur. Nö, Bomben. Nö, Zutaten fehlen. Tränke, Zutaten fehlen. Öle, Zutaten fehlen. Okay, dann können wir da momentan nichts weiteres machen. Die komischen Bediensteten des Feuers, die haben sowieso alle einen Schuss. Halt, Blümchen. Die haben ja sowieso alle einen Schuss und deswegen hatte ich damit kein Problem, die jetzt niederzumetzeln, wenn ich ganz ehrlich bin. Da hatte ich jetzt wirklich kein Problem. Weil wir wissen, dass die komischen Typen des Feuers einfach mal irgendwelche Leute, irgendwelche Händler niedermetzeln. Das haben wir ja bei der einen Quest da gesehen. Ich hatte bloß vergessen, wie die Quest jetzt hieß. Da ist noch irgendwo was, da ist noch was. Schöllkraut. Aber Schöllkraut brauchen wir doch auch immer mal wieder für unsere Tränke. Ich finde das immer super geil, wenn er sich irgendwo abrollt und irgendwas nicht funktioniert. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir sind jetzt auf dieser lustigen Insel. Wir müssen hierher. Und da können wir doch auch gleich mit dem Boot hinfahren. Wenn wir schon mit dabei sind. Dann machen wir das doch, würde ich sagen. So, dann setzen wir uns mal wieder ans Steuer. Und dann machen wir eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Achso, wir müssen in die andere... Verdammt. Wir müssen in die komplett andere Richtung. Es ist schon cool, also dass man hier so... Ich finde das ganz cool gemacht eigentlich. Ob die Kerametz auf dem Boden gefunden haben. Beim Turm. Och man, ich hätte die Gute so gern gerettet, aber... Wieso haben wir unendlich Bolzen? Verstehe ich nicht. Ich finde das so schade. Das schlaucht mir immer nur total. Stoppen, wenden, es. Schneller segeln, umschalten. Ja, das habe ich ja. Umschalten links. Steuer loslassen, eh. Das wissen wir auch. Ich glaube, wir müssen hier einmal um die Inselgruppe rum. Ich finde diese schnell, naja, Schnellreise ist das ja nicht, aber ich finde das ganz cool mit dem Boden. Dass man hier auf dem Boden, mit dem Boden, hui, umeinander segeln kann. Mir macht das eigentlich Spaß. Ich finde das ganz cool. Sind wir denn schon hier in der Nähe? Lass mich mal auf die Map linsen. Oh, da haben wir doch noch ein gutes Stück vor uns. Das heißt, wir müssen hier an der Inselgruppe vorbei. Hui. Das ist fast so cool wie das Reiten. Das Reiten ist zwar nur eine Stufe cooler, aber das Boot kann uns zumindest nicht durchgehen. Da ist wahrscheinlich diese komische eine Wurzel für dieses ekelhaft stinkende. Diese stinkende Pflanze für Greifen. Weil das ist ja, glaube ich, die einzige, die hier unter Wasser wächst. Ja, la, la, la. Ich finde das voll cool. Wie gesagt, mir macht es Spaß mit dem Boot. Wieso müssen wir schon wieder in den scheiß Sumpf? Ich mag nicht in den Sumpf. Wasserflaschen haben wir echt mittlerweile genügend. Hui! Na, vielleicht hätte rohes Fleisch auch gereicht. Wer weiß das schon? 2.15 Uhr in der Nacht. Um die Zeit schlafe ich normalerweise. Außer bei The Witcher. Da ist man um die Uhrzeit immer noch unterwegs. Da ist auch wieder ein Boot.
Ist es eigentlich auch mal so, also Frage an die, wo das Spiel auch gespielt haben, ist es so, dass wenn man die Boote immer überall abstellt, also rein theoretisch, wenn ich jetzt alle Boote hier irgendwo abstellen würde, wären dann irgendwann die Boote einfach weg oder spawnen die dann doch immer wieder da, wo man sie eigentlich braucht? Das würde mich mal interessieren. Oder wenn alle Boote kaputt sind, wie ist es dann? Rein theoretisch, wenn alle Boote kaputt sind. Spawnen dann neue oder sind sie halt dann einfach kaputt? Das müsste wieder Hundeding sein, oder? Wolfspawn, genau. Ja, ist ja das Gleiche. Ach nö, wieder lauter Ertrunkene. Da wäre gar kein Bock drauf. Aber wir werden wohl nicht um sie rumkommen. Moder heute. Ich mag die Rolle. Ich weiß zwar immer nicht, wie die anderen Parierungen gehen. Moderhäutli. Wieso läuft es jetzt weg von mir? Das denkt sich die Moderhaut bestimmt auch. Wieso ich weglaufe. Ah, ich mag die Musik einfach. Ich verstehe bloß nicht, warum die Motor heute, warum es die immer zerfetzen muss. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ach, das ich ist er schon. Die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, dass dann eine Erscheinung kommt. Wie kommt es eigentlich, dass ich jetzt gleich sofort an die hingelaufen bin? Ja, weil jemand gedacht hat, na, wo die Mobs sind, ist bestimmt auch die Leiche. Achso, wir können sie nochmal untersuchen. Ja gut, das hätten wir jetzt eigentlich gebraucht. Verbrennen, denke ich mal, mit Igni. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. War es das schon? Hier hinten ist irgendwas. Da würde ich gern gucken, ob es da Loot gibt. Da steht ja jemand. Ui, ja, Kalle, da ist ja jemand. Schlag mich nicht, Herr. Nö, ich raub dich nur aus. Ich schlag dich nicht, aber ich nehme alles mit, was du hast. Ja, wenn du dir auf den Finger haust, kann da leider keiner helfen. Haben wir jetzt hier noch was? Nö. Schlag mich nicht, Herr. Niemals. Wir schlagen nur jene, die es verdient haben, würde ich sagen. So, dem Baron müssen wir auf jeden Fall auch helfen. Ich will dem auf jeden Fall helfen. Außerdem fand ich die Baron-Quest ganz cool, bis auf das mit der Dea halt massiv fertig gemacht hat. Aber ich fand die Quest an sich fand ich echt cool. Und dass die verrückte Alte da die Anna ist, hätte ich never ever gedacht. Das hätte ich niemals gedacht. Moderhaut oder Wasserweib? Aua! Ja, komm. Wie viele Neblings sind denn nur? Jetzt habe ich dann bald keinen Bock mehr. Können wir da auch reinsteigen? Vom Wasser aus. Das würde mich jetzt gerade ein bisschen interessieren. Jo, komm mal. Süffeln wir mal ein bisschen Wasser. Hä? Ach, da hinten ist. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ich hab's schon vergessen. Ach, wir müssen zum Weideler, da war was. Süffeln wir noch ein bisschen Wasser und jetzt würde ich sagen, stehen noch nicht genug dran. Nah genug. Erstmal zurück. Nee, das dachte ich mal. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man schnell zurückfahren kann. Hui.
Dass wir immer irgendwie in die Sümpfe müssen. Nee, Mob, du kannst mich jetzt mal. Ich habe jetzt keinen Bock. So, ich würde sagen, ich fahre jetzt dahin zurück und würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir dem Weidler berichten, dass wir seinen Vater jetzt verbrannt haben. Und ich würde sagen, bis dahin, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Und ade, war schön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wee, wee. Tschüss.